vom Mining Planet. Gehen wir mal kurz auf das Ganze ein. Was sind eigentlich diese PMUs? Bei den PMU-Packs handelt es sich nicht um Hardware im Eigentum, wie bei unserem anderen Mining-Konzept, nämlich unserem Ethereum-Mining-Konzept, sondern um eine finanzielle Beteiligung am Bau der ersten Container, die sehr, sehr stark begrenzt erhältlich sind. Dadurch, dass die PMU-Packs 36 Monate laufen werden und Mining Planet den zwischenzeitlich erwirtschafteten Ertrag der Container immer wieder in weitere Container investiert, wird natürlich das Renditepotenzial für die Packbesitzer enorm wachsen. Hier ein kleines Bild, das das Ganze veranschaulichen soll. Das heißt, diese PMU-Packs, mit denen wird der erste oder die zwei oder die drei ersten Container gekauft. Diese beginnen mit dem Mining. Die Erträge, die erwirtschaftet werden, fließen in weitere Container. Ergo wird das Mining-Resultat, die Ergebnisse sehr viel größer. Auch diese Ergebnisse fließen wieder in Container und so weiter. Das 36 Monate lang. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich der erwirtschaftete Ertrag für alle Packbesitzer sehr, sehr viel größer sein wird, als würde er nur von einem Container gemeint werden. Wie sehen diese Container aus? Was sind eigentlich die PMU-Container? In diesen Containern können bis zu 200 Antminer S9 Platz finden. Bei uns handelt es sich um Kühlcontainer, das heißt Container, die schon original mit einer Klimaanlage ausgerüstet sind, zusätzlich von uns noch mit einem speziellen Luftfilter- und Luftreinigungssystem ausgestattet werden. Alles in allem wird dadurch in diesen Containern optimales Mining-Klima oder optimale Mining-Bedingungen herrschen. Diese Container sind, wie gesagt, kühlbar, vor Außentemperatur geschützt, werden mit 100% reiner Luft zusätzlich gekühlt und können natürlich überwacht und gemonitort werden. Vorteil dieser Container ist ganz klar, dass wir absolut unabhängig sind. Und zwar unabhängig von den Energiepreisentwicklungen, unabhängig von geopolitischen Entwicklungen und, was heutzutage auch noch sehr wichtig ist, unabhängig von klimatischen Veränderungen. Jeder redet vom Klimawandel. Auch darauf wollen wir vorbereitet sein. Diese Container sollen vorzugsweise bei Biogasanlagen, bei Windkraftanlagen, bei Solarparks oder bei Wasserkraftwerken betrieben werden, sodass auch noch eventuelle zusätzliche Netzgebühren entfallen und der Strom immer noch günstig ist. Kommen wir aber jetzt zu dieser großen Sonderaktion vom 15. Oktober bis 19. Oktober. In diesem Zeitraum wird es 20% auf alle Packs geben. Wie ihr hier seht, ist die Anzahl der Packs im Backoffice wirklich sehr stark begrenzt. Es gibt 1000 Packs von 100 €, 600 Packs von 500 €, 20 Packs von 5000 €, 10 Packs von 50.000 € und natürlich für einen Großinvestor auch noch ein Pack von 500.000 €. In dem Zeitraum vom 15.10. bis 19.10. gibt es auf diese Preise 20% Rabatt. Das heißt, ein Starter-Pack ist ab 80 € erhältlich und das Silver-PMU knappe 5000 € ist immerhin für 4000 € erhältlich. Wenn diese Packs alle verkauft sind, dann wird es im Backoffice auch keine weiteren Packs mehr geben. Mining Planet hat hier nichts ins Leben gerufen, um, ich sag mal, ich drücke es jetzt salopp aus, unendlich Pakete zu verkaufen und Geld zu sammeln. Nein, Mining Planet bietet lediglich den ersten, den schnellsten, die Möglichkeit, an den ersten Containern sich zu beteiligen, um diesen Stein ganz, ganz schnell ins Rollen zu bekommen. In unserem Backoffice sind natürlich auch diese Packs verprovisioniert. Da zahlen wir insgesamt 10% aus. Das heißt, erste Ebene 4%, zweite Ebene 3%, bis hin zur siebten Ebene immerhin noch 0,25%.
Das Konzept hier nochmal auf einen Blick. Vorteile und Besonderheiten. Durch die stark limitierte Anzahl der Packs kann Mining Planet gewährleisten, dass die Container auch fristgerecht in Betrieb genommen werden. Mit dem Mining in den Containern sind wir jederzeit flexibel, den Standort in kürzester Zeit bei Bedarf zu wechseln. Die Wahl des Standortes wird nicht nur am Strompreis festgelegt, sondern auch an der geopolitischen Lage. Uns ist es auch sicher, dass die Container dort betrieben werden, wo sie unserer Meinung nach sehr, sehr sicher stehen. Durch den kontinuierlichen Aufbau unserer Container können wir gewährleisten, dass immer die neueste und ertragreichste Hardware verbaut wird. Zum Schluss noch der Disclaimer. Wie gesagt, niemand kann wirklich voraussagen, wo der Bitcoin in 3 Jahren steht, wie der Schwierigkeitsgrad in 3 Jahren ist. Hier handelt es sich um Rechenbeispiele, die aus der Vergangenheit und aus der momentanen Situation und aus der erwarteten Entwicklung errechnet wurden. Wie gesagt, da kann jeder nachrechnen. Wir sind der Meinung, wir sind da relativ realistisch geblieben. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Konzept etwas näher bringen und freue mich schon auf euren nächsten Besuch. Vielen Dank, bis demnächst.